Ball rollt, fliegt ins Tor, wohin auch immer. Die Saison hat Fahrt aufgenommen. Rudis Zündstoff mit Rudi Assauer. Diese Mannschaft wird nicht unter den ersten Dreien sein. Das kannst du jetzt schon festhalten. Aber die haben da ein paar junge Leute drin, die aus dem Nachwuchs kommen. Die machen sich ganz gut, nur haben sie, wie gesagt, erstes Spiel oder jetzt das zweite Spiel zu Hause gegen Bochum, da musst du gewinnen. Und die jungen Leute, die da gespielt haben, haben wirklich ordentlich gekickt, muss ich wirklich sagen. Aber wenn jetzt ein anderes Kaliber kommt, ein anderer Verein kommt oder wie auch immer, mit alten Kameraden, die auf dem Platz stehen, dann wird es ganz eng werden. Also alles schreit ja nach Polly, Polly, Polly. Und da ist der, was weiß ich, dass sie ihn nicht noch mit einer Senftet auf dem Platz tragen, das fehlte ja noch. Und da ist der Heinzbringer. Aber er hat nicht diese Klasse, um das umzusetzen, was das Volk oder beziehungsweise die Zuschauer von ihm erwarten. Die Klasse hat er nicht im Moment. Im Moment nicht, vielleicht auch auf Dauer nicht. Aber natürlich für so einen Burschen ist es schwer, da irgendwo so angehimmelt zu werden und dementsprechend dann auch eine Leistung abzufordern immer oder anzubieten, wo du sagst, okay, der ist auch ein Leader da vorne drin. Das ist er ja noch nicht. Ob er das auch wird, schwierig. Der kam gerade aus der Jugend, wie ich noch da war. Da konntest du sehen, dass er Fußball kicken kann, dass er wirklich ein guter ist, ein guter Linksfuß. Aber das Elternhaus war nicht so gut. Die haben also von ihm alles Mögliche verlangt. Ganz verschlossen, ganz ruhig. Wenn du den hart angreifst, hat er immer noch einen roten Kopf. Also das ist, da musst du noch ein bisschen aus sich herausgehen, ein bisschen mehr und wie auch immer. Aber das zeigt ja auch am Platz, ist er, da ist er was. Außerhalb des Platzes, im Grunde am besten nichts sagen, ist ja auch nicht so schlecht. Aber der hat sich wirklich fantastisch entwickelt, wirklich sehr gut geworden. Halleluja, herzlichen Glückwunsch, HSV. Der macht ein Riesenjahr dieses Jahr. Hat er jetzt schon gezeigt. Ein Riesenjahr. Super, super Kicker, super Kicker. Mhm. Auch in seinem Alter noch die Schnelligkeit, die er noch hat. Ne? Ich meine, dass er kicken kann, das wissen wir alle. Aber dass er die Schnelligkeit noch hat und in dem Alter. Hervorragend. Vielleicht eines der besten Spiele der Saison. Kann durchaus sein, weil wir haben die Klasse, jede Mannschaft, die einzelne Klasse. Die einzelnen Spieler und die werden Vollgas geben. Das wird eine interessante Geschichte werden. Mhm. Das wird sich also relativ früh zeigen, wer am Ende vielleicht mit oben, ganz weit oben ist. Einer der beiden Mannschaften ist mit Sicherheit oben. Wird ein großes Spiel, großes Match, eine Null, ein Unentschieden. Borussia Dortmund gegen Stuttgart. Borussia Dortmund gegen Stuttgart. Wird Stuttgart gewinnen. Hoffenheim Schalke eine 0. Werder Bremen Gladbach. Werder Bremen Gladbach eine 1. Köln Frankfurt. Das ist ein typisches Unentschieden-Spiel. Eine 0. Bochum Hertha eine 2. Freiburg Leverkusen. Freiburg-Leverkusen. Normalerweise müsste Leverkusen gewinnen können. Eine 0. Mainz-Bayern. Ja, die Bayern müssen das gewinnen, sonst hängen sie hinten dran. Also eine 2, Bayern gewinnt. Nürnberg-Hannover. Nürnberg gewinnt. Ja, Zuschauerfrage. Herr Bollmann aus Krefeld möchte gerne wissen, wer kocht denn jetzt für Rudi Assauer? Keiner, ich auch nicht, weil ich nicht kochen kann und wie gesagt, noch nicht mal ein Spiegelei kann ich irgendwo da zurecht braten oder wie nennt man das? Ja, so ähnlich. Ganz ja. Sehr wie du bin, weil ich habe davon keine Ahnung vom Kochen. Fangen wir nächste Woche mal an, ich helfe dir ein bisschen. Ich bin ein guter Koch, fangen wir mit Rührei, Spiegelei an. Man sieht es an deiner Figur, das ist in Ordnung. Okay. Das war's, wo die Zündstoff diese Woche. Ob es nächste Woche noch einen gibt? Ja, gut, okay. Ja. Den Rest kannst du in der Pfeife rauchen.